Entschuldigung, hallo, Entschuldigung, aber so geht's hin nicht. Es ist ein neues Unboxing am Start! Du findest halt nie einen Anfang, ne? Und dann hast du auch ständig Kleber auf den Fingernägeln. Das ist auch schön, ist halt nicht, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Unboxing! Liebe Freunde. Oh, wow! Liebe Freunde! Ein neues Unboxing ist am Start! Und ich freue mich, dass ich in diesen wunderbaren Karton reingucken darf. Ich habe schon reingeguckt. Ich bin ehrlich, Freunde. Ich habe schon reingeguckt. Aber jetzt werde ich mit euch zusammen auspacken. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ich freue mich sehr. Das ist noch die Juni, Juli, August, Juni. Es ist doch die Juni-Box von GetDigital. Und ja, ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß. Aber liebe Freunde, es macht uns gar nichts. Wir unboxen die Juni-Box im Juli, weil wir cool sind. Und ich freue mich sehr darauf. Und ich hoffe, ihr seid am Start und bleibt jetzt dran. Denn heute wird auch die Verlosung aufgelöst. Und das interessiert bestimmt einige von euch, die beim letzten Mal mitgemacht haben. Also seid gespannt, haltet euch fest. Und ich möchte sagen, los geht's. Warum zeige ich da hin? Da ist nichts. So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen erstmal zurück zu einem neuen Unboxing hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Box von GetDigital und ich freue mich sehr, dass ich die wieder auspacken darf. Erstmal gehen natürlich herzliche Grüße raus an GetDigital, dass ihr mir wieder so eine tolle Box geschickt habt. Ich freue mich sehr. Und ja, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich verlose die letzte Box, die ich ausgepackt habe. Und an einen von euch da draußen und ihr konntet mitmachen und ich blende euch jetzt hier unten den Namen ein von dem Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, liebe Frau oder Mann, wer auch immer gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch und ich werde dich anschreiben, beziehungsweise du kannst mich auch gerne anschreiben auf Instagram, Twitter oder auch gerne hier auf YouTube. Ich versuche dann, dass ich dich irgendwie finden kann und ja, herzlichen Glückwunsch geht da auf jeden Fall raus und wir fangen direkt an mit dem Unboxing. Ich bin gespannt. Los geht's. Also, als allererstes haben wir das hier. Terminator. Also irgendwas Cooles. Oh nein. Hört ihr es, Freunde? Es ist auf jeden Fall was zum selber aufbauen. Ich zeige euch das hier mal. So sieht das Ganze aus. Und das kann man sich dann selber zusammenbauen. Da drin ist auch noch ein Kevin tatsächlich. Und noch verschiedene andere Sachen, die man da aufbauen kann. Ein Hellboy, Evil Minion, Kevin und solche Sachen. Hier hinten steht es dann auch nochmal drauf. Und da sind halt viele verschiedene Einzelteile drin. Ich will das jetzt ungern aufmachen, weil das hört sich sehr lose an, Freunde. Und ja, hier haben wir wieder so ein Büchlein. Das, da gehen wir aber gleich nochmal drauf. Dann haben wir natürlich wie immer das Shirt. Und das ist diesmal auch wieder, ach nee, ach ey, cool. Da sind so ein paar Roboter drauf, die man auch so kennt aus den verschiedensten Sendungen, Serien, Filmen, wie auch immer. Hier den zum Beispiel kenne ich von Futurama, da ist R2-D2, heißt der so? R2-D2, ich glaube ja. Und hier der andere. Und das Wall-E! Wall-E, Freunde, ist auch noch drauf. Hier seht ihr es nochmal vom Nahen. Finde ich auch sehr cool, das T-Shirt. Ich liebe ja diese Geek-T-Shirts und Leute. Ich habe den Stapel des Todes an T-Shirts. Also es ist wirklich nicht mehr normal. Ich kann mich da echt mit eindecken. Aber ich bin sehr glücklich darüber und ich nutze die auch sehr gerne zum Schlafen oder auch einfach mal so. Es gibt ja auch sehr viele coole Motive. Also wieder ein neues T-Shirt für den Stapel des Todes. Und dann habe ich hier noch andere Sachen drin. Zum Beispiel das hier. Das ist richtig, richtig cool. Das ist Zelda Child Glass. Und Glass. Und das ist von Zelda. Oh mein Gott, Freunde. Und ihr wisst ja, ich liebe Zelda. Ich habe ja auch damals schon Ocarina of Time gespielt. Und natürlich auch auf der Switch das Neue. Und so sieht dieses Glas hier aus. So richtiger Humpen. Ja, also da kann man auch mal ein oder andere Bier raustrinken. Ich mache das mal auf. Weil das will ich mir gerne mal auch ohne Verpackung angucken. Boah, das ist richtig geil gemacht. Also es ist so richtig so gedruckt, ja. Es ist nicht so drauf gedruckt, sondern so richtig aus Glas. Dann kann man den hier so halten und dann kann man sich einfach mal ein gutes Bier aus so einem Zelda-Humpen schlürfen. Ne? Da kann man auch Wasser rausdrehen, geht auch. Aber Humpen ist natürlich klassisch, ne? Oder einen großen Kakao. Das schmeckt auch gut. Das ist auf jeden Fall auch dabei. Sehr, sehr geil. Ist natürlich wie so ein Sammelding, ne? Muss man jetzt wissen, ob man das behält oder ob man das weiterreicht. Dann haben wir das hier. Das sind Stuhlbeinsocken-Katzenfüßchen. Finde ich auch wieder eine richtig geile Idee. Hier seht ihr es nochmal. Also das kann man sich quasi um ein Stuhlbein machen. Ich pack's mal aus, damit ihr euch das mal besser vorstellen könnt. Und
Aber, hä, aber so klein? Stuhlbeinsocken. Ach so, das kann man dann wahrscheinlich weiter auseinander machen. Ja. Ach so, also das sind hier diese Stuhlbeinsocken. Das kann man dann quasi um ein Stuhlbein machen und dann hat man so Katzenfüßchen als Stuhlbeine. Süße Idee. Braucht kein Mensch, aber süße Idee. Und ja, ganz viele sind bestimmt Katzenfans und sagen sich, hör mal, must have in meiner Wohnung. Also finde ich auch sehr süß. Ich persönlich habe jetzt gerade keinen Stuhl da, wo ich die dran machen kann. Aber irgendjemand kann die mit Sicherheit gebrauchen. Und dann habe ich hier noch das hier. Das ist jetzt auch wieder sehr interessant. Das ist was für den Backofen. Cake Pan, P-Cake. Ah, das ist ein P. Oh, Freunde, nerdiger geht's ja echt nicht. Das ist ein Backblech als Pi. Also, wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, was das ist. Und wenn ich das weiß, Freunde, dann wisst ihr das auch. Also, es ist eine Pi-Backform. Sehr toll. Da kann man natürlich auf jeder Geek-Party und auf jeder Nerd-Party, wenn ihr wisst, da sind viele Nerds, da könnt ihr dann mit sowas natürlich voll auftrumpfen. Einfach mal so einen Kuchen backen in Pi-Form. Das kommt immer gut an, ja. Also, es ist wirklich so. Hier seht ihr es auch. Das ist ein Pi. Freunde, Mathe ist da, Backform ist da. Find's lustig, werde wahrscheinlich nie einen Pi-Kuchen backen, aber vielleicht, wenn ich mal jemanden von euch einlade, könnt ihr euch auf einen Pi-Kuchen freuen. So, dann haben wir sonst noch was hier drin. Ja, wir haben hier noch wieder eine klassische Brottüte. Da ist auch noch was drin. Da gucke ich jetzt natürlich mal rein. Ich hoffe, das sind Bonbons. Hier haben wir noch so verschiedene, was auch immer das hier ist. Irgendwas ist es. Hier noch so Aufkleber. Und natürlich Bonbons, Freunde. Und auf die Bonbons freue ich mich ja immer sehr. Da ist noch was drin. Das sieht gerade. Ist es. Achso, hier ist noch so ein Anstecker. Das machen sich ja viele an Rucksäcken oder auch an Jacken, was weiß ich, T-Shirts. Ein Up, ein Level, ein Leben quasi. Kennt man noch von Super Mario. Aber uns interessiert natürlich jetzt das Bonbon. Ich guck mal gerade, was hier sonst noch ist. Sonst war es das, glaube ich. Hier habe ich noch so ein Buch. Smart Love, das ist, glaube ich, hier eine Leseprobe. So sieht es zumindest aus. Ja, ich glaube, das ist eine Leseprobe, oder? Naja, also auf jeden Fall was zu lesen. Ist auch noch dabei. Und natürlich das Loot Get Digital Büchlein, was wir uns gleich auch nochmal eben durchlesen werden. Und damit ist der Karton auch schon angeboxt. Jetzt probieren wir natürlich erstmal das Bonbon Razniki. Steht da drauf. Das ist wahrscheinlich irgendwas Polnisches oder vielleicht auch Russisches. Man weiß es nicht ganz genau. Es sieht schon wieder komisch aus. Ich hoffe, es schmeckt, Freunde. Ich werde es jetzt mal essen. Also ich muss sagen, die Bonbons sind immer sehr außergewöhnlich. Karamelki steht da drauf. Ob das jetzt Karamell... warum ist da so ein Krebs drauf? Freunde, da ist ein Krebs auf der Verpackung. Ich hoffe, das schmeckt jetzt nicht gleich irgendwie nach Fisch oder so. Also irgendwie dieser Krebs hat mich jetzt abgeschreckt. Ich habe es jetzt aufgeknackt. Es schmeckt innen so ein bisschen nach Schokolade. Aber mein Ding ist es auch nicht. Boah. Also, ich weiß nicht, Freunde, diese Bonbons sind nicht so mein Geschmack. Aber das war es auch schon wieder. Ich sage euch jetzt natürlich noch, was die ganzen Sachen wert sind, damit ihr dann wieder so einen kleinen Eindruck bekommt. Also, die Pi-Backofenform ist für 19,95 € dabei. Das Zelda-Glas kommt für 14,95 €. Das Shirt ist für 17,95 €. Das Terminator-Selbstaufbaugerät ist für 7,95 €. Die Katzenfüßchen für den Stuhl sind 4,95 €. Lesezeichen ist das hier tatsächlich. Es ist ein Lesezeichen. Moment, ich zeige es euch nochmal hier. Das ist ein Lesezeichen. 1,95 €. Dann haben wir noch den Wandaufkleber Wegpunkt. Jetzt sehe ich das auch erstmal. Das ist der Wegpunkt auch von Zelda. Auch 1,95 €. Den kann man sich schön an die Haustür kleben. Dann weiß man, hier werde ich richtig. Und, oder ist das von Zelda? Das ist von The Witcher oder so? Das kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und das 1UP ist für 1,45 € dabei.
Und dann haben wir die Box auch schon wieder easy peasy raus, liebe Freunde. Also, wenn ihr Interesse auch daran habt, was für ein Satz, wenn ihr auch Interesse an einer Get Digital Box habt, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an auf der Get Digital Seite. Ich habe euch unten in der Infobox den Link verlinkt. Da könnt ihr ganz schnell einfach mal schauen, was die so haben. Und vielleicht ist ja was für euch dabei und ihr bestellt euch sowas auch mal. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich werde mich jetzt an dieses Ding hier wagen und das einfach mal aufbauen. Und ja, ich würde sagen, bis zu einem nächsten Unboxing oder einem anderen Video. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, ich habe die ganze Zeit scheiße gesessen. Alter, meine Füße, Junge.